liebe Leute, gerade wieder da, 20 Kilometer gelaufen heute und ein kleiner Trick für euch, bevor wir jetzt zum Thema kommen. Ich möchte das Video auch nicht zu lange halten, aber ich habe heute mal was Neues ausprobiert und zwar habe ich mir, ich glaube, 176 Folgen von Die drei Fragezeichen runtergeladen als Hörbuch und ja, weil ich jetzt gerade gelaufen bin, sehe ich auch noch so aus wie Sprossen Karl-Heinz Friedrich nach einer Möhrenkur und ja, das war eigentlich eine ziemlich coole Sache, vor allen Dingen jetzt auf so langen Strecken kann ich mich selten dazu motivieren, weil ich dann einfach Langeweile bekomme, wenn ich da 2-3 Stunden am Stück laufen soll oder sowas. Und mit den Hörbüchern jetzt auf als MP3 einfach in die Ohren, super Sache. Die gehen im Schnitt so ungefähr ja, eine Stunde oder sowas, würde ich sagen, die Hörbücher. Ich packe mir immer 2 drauf auf den MP3-Player und versuche das ungefähr abzuschätzen, dass das mit der Laufzeit dann am Ende klappt. Also von der Länge her suche ich mir die aus. Es gibt auch einige Folgen, die sind 2 Stunden lang oder ich glaube sogar 1, 2, die sind 3 Stunden lang. Die nehme ich dann natürlich für sehr lange Läufe, Marathon 50 Kilometer oder so. Und das hat richtig gut geklappt. Also ich habe die ganze Zeit zugehört und habe eigentlich das Laufen selber dadurch ja, relativ vergessen, würde ich sagen. Also ich habe mich auch nicht schlapp gefühlt. Ich bin ein gutes Tempo gelaufen. Ich bin jetzt ganz locker 20 Kilometer in 1,30 gelaufen. Es war ziemlich dunkel jetzt. Also ich laufe nicht nochmal um 6 Uhr. Ja, um 4 Uhr bin ich, glaube ich, losgelaufen oder so. 5:30 war es schon dunkel. Und ja, ich habe auch mal versucht, heute mit der GPS-Uhr den Puls von dem Armband hier zu nehmen, also ohne Gurt zu laufen und das hat soweit ganz gut geklappt, aber es gab dann so nach einer Stunde hat das Ding dann gesagt, nee, ich sende nicht mehr, weil das irgendwie auch viel Akku verbraucht und hat dann wieder in den normalen Modus umgeschaltet, das habe ich erst ein bisschen später gemerkt, musste dann wieder umschalten und so ganz genau war das zwischendurch auch mal nicht, da ist es dann wieder von 160 auf 140 mal runtergegangen. Ganz komisch, da werde ich aber nochmal beim Support anrufen, weil bei dem Ding gibt es aktuell irgendwie noch so ein paar Softwareprobleme, die bekannt sind. Ich warte auf ein Update, aber bis jetzt aktuell gefällt es mir softwaremäßig überhaupt noch nicht. Also da muss ich mal gucken, es gibt jetzt das Teil für Windows, ob man das synchronisieren kann. Das Ding selber ist so in Ruhe und so ist das eigentlich sehr gut, aber sobald es in sehr hohe Bereiche geht, habe ich gemerkt, ist es dann auf Dauer nicht ganz so genau. Da werde ich mal gucken. Also doch lieber mit Brustgurt laufen, wenn man die genauen Daten haben möchte. So viel auf jeden Fall zu den beiden Sachen. Und jetzt kommen wir zum Thema. Und zwar sehr interessant. Ich hatte die Überlegung auch schon mal gemacht vor einem halben Jahr oder so. Weil viele Veganer eigentlich immer sagen, Tierfleisch ist ja so umweltschädlich, weil es verbraucht sehr viele Ressourcen, sehr viel Wasser und so weiter. Und natürlich die Nahrung, wo die Menschen dann lieber irgendwelche Ackerpflanzen benutzen könnten oder sonst was. Und ja, wenn das Billigtierfleisch quasi, also die Nahrung aus dem Ausland kommt, das ganze Soja oder was, da werden natürlich auch Regenwälder für geholzt. Aber eben nicht nur dafür, auch für vegane Pflanzen. Und also für Veganer quasi, die Pflanzen, die dann essen, Soja und so. Das ist eine andere Sache, aber wenn die Kühe dann zu Hause auf der Weide stehen, mit eigenem Futter dann gemästet werden, dann kann man diese Fläche und dieses Wasserargument eigentlich nicht gelten lassen, weil wir haben hier in Deutschland Wasser, wir können das dafür verbrauchen, es geht wieder in den Boden, in den Kreislauf und zurück und das Wasser klauen wir nicht irgendwelchen Leuten aus Afrika oder so und wir können auch kein Wasser von hier dahin schiffen. Von daher ist das Argument, dass da so viel Wasser eigentlich für drauf geht, im Endeffekt auch überhaupt nicht gültig. Aber für die Unbelehrbaren gibt es jetzt hier ein paar Neuigkeiten, die verlinke ich euch mal unten rein. Und zwar hat jetzt jemand mal eine Studie gemacht und hat wirklich verglichen und genau ausgerechnet, was denn so an Wasser und Umwelteinflüssen quasi auf uns zukommt, verglichen von Fleischproduktion und Gemüseproduktion. Hier jetzt auch sehr schlecht weggekommen sind Gurken, Sellerie und Auberginen. Und das liegt einfach daran, dass die Leute halt immer vielleicht nur auf die Kilogramm geschaut haben. Aber niemand hat jemals wirklich verglichen, wie es denn aussieht mit den Kalorien.
und schon gar nicht einen Schritt weiter, das wurde auch nicht in der Studie gemacht, wie es mit den Inhaltsstoffen vielleicht aussieht, die wir unbedingt brauchen. Wenn wir das Ganze nämlich auf die Kalorien umrechnen, sieht die ganze Sache wieder ganz anders aus. Wir brauchen ungefähr 1,5 Kilogramm Gurke, um 100 Gramm ganz normales Hackfleisch halb-halb, um auf die gleiche Kilokalorienzahl zu kommen. Und da kann man sich dann schon ausrechnen, dass dann im Endeffekt vielleicht diese Umwelteinflüsse, dieser Wasserverbrauch vor allen Dingen, dass der dann gar nicht mal, dieser Energieverbrauch generell, dass der gar nicht mal so groß ist, der Unterschied. Und in der Studie ist sogar rausgekommen, dass der bei entsprechenden Gemüsesorten, wie Gurke zum Beispiel, auch viel schlechter abschneidet in der Gesamtbilanz. Das heißt, wenn wir uns das pro 1000 Kilokalorien angucken, oder pro Kalorie, wie es ja auch gemacht wurde, dann verbrauchen die Gemüsesorten leider mehr Energie und Wasser. Also könnt ihr euch selber mal durchlesen, habe ich euch mal drunter verlinkt und ich gucke nochmal eben durch, ob ich irgendwas vergessen habe. Eigentlich nicht, aber müsst ihr einfach mal selber lesen, was dabei rauskommt. Tja. So viel auf jeden Fall zu dem Thema, dass man die Sachen immer ein bisschen weiterdenken sollte. Und gerade wenn man solche Sachen wie Fleisch und Gemüse oder sowas vergleicht miteinander, irgendwas, muss man das immer pro Kalorie machen. Auch bei den Preisen zum Beispiel. Ich habe euch schon mal gezeigt, fetthaltige Lebensmittel sind pro Kilokalorie viel günstiger als kohlenhydratreiche Lebensmittel pro Kilokalorie und solche Sachen. Also, und wenn wir uns dann noch vielleicht die Nährstoffe anschauen, wenn wir uns das ganze Tier zum Beispiel anschauen, wenn wir dann die Leber dazu nehmen, Herz dazu nehmen, was normaler vielleicht jetzt nicht unbedingt ist, aber die Sachen mit einberechnen, dann schneidet das Tier eben auch nährstoffbedingt im Vergleich zum Energieverbrauch oder Wasserverbrauch wahrscheinlich sogar noch besser ab. Also, nicht jede Pflanze ist natürlich schlecht, nicht jede Pflanze ist schlechter als tierische Produkte. Ich sage auch nicht, dass man das jetzt nicht essen sollte oder sonst was, aber wenn jemand mit dem Argument kommt, zählt das einfach für mich nicht. Das wollte ich damit sagen, von daher braucht man dann dieses Argument bei mir auch nicht mehr bringen. Kurzes Video heute, 7 Minuten, ihr habt ein paar Infos, läuft super bei mir, heute gelaufen ohne Ende. Und könnte jetzt eigentlich noch weiterlaufen. Das einzige Problem, was ich habe, ist so ein bisschen die Knie, dass die sich wieder dran gewöhnen müssen, die Muskulatur. Aber gut, das kommt, denke ich mal. Und ich habe mir überlegt, dass ich wahrscheinlich doch nicht bei dem Casting mitmache für den Ninja Warrior, weil man muss da erstmal sehr viele Sachen mitbringen. Man muss ein ärztliches Attest machen, das kostet wieder Geld. Da muss man hier 1000 Sachen ausfüllen, da 1000 Sachen ausfüllen. Da muss ich dann extra nach Köln fahren, das kostet dann auch wieder Geld, in der Scheiße da mitmachen und all so ein Kram. Und am Ende hast du dann irgend so einen Kletterweltmeister, der das Ganze dann halt schaffen kann, ohne Probleme. Und das ist mir alles ein bisschen zu kurzfristig. Wenn das jetzt wirklich kommt im TV, werde ich mich ein Jahr drauf vorbereiten, dass ich dann nächstes Jahr besser angreifen kann. So sieht's aus. So, ich bleibe unter 10 Minuten. Ich wünsche euch einen wunderschönen Donnerstag, morgen ist Freitag und dann sehen wir uns bei der nächsten Blutprobe wieder. Bis morgen.